Das Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM ist europaweit eine der bedeutendsten Forschungseinrichtungen auf den Gebieten Klebtechnik, Oberflächen, Formgebung und Funktionswerkstoffe. Mehr als 700 Mitarbeitende entwickeln innovative Technologien für zukunftsfähige Branchen. Dazu gehören die Energie- und Medizintechnik, aber auch Bereiche wie Luftfahrt, Automotive und maritime Technologien. Insbesondere unsere Forschung auf dem Gebiet der Oberflächenanalyse, speziell in Bezug auf Kontaminationserkennung zur Absicherung von Klebprozessen, gehört zu unseren Kerndisziplinen. Das Herzstück bildet dabei die laserinduzierte Plasmaspektroskopie, auch LIPS genannt. Innerhalb von Millisekunden lässt sich so, ohne weitere Probenvorbereitungen, die elementare Zusammensetzung von Oberflächen analysieren. Die überwiegende Mehrheit der Elemente lässt sich mit Hilfe des LIPS-Systems schnell und zuverlässig detektieren. Anwendungsszenarien finden sich zum Beispiel in der Fertigung von Faserverbundkunststoffen oder zur Vorbeugung von Lackbenetzungsstörungen. Die wichtigste Komponente bildet hierbei ein entsprechend gepulster Laser, der mit Hilfe von Spiegeln und Linsen auf die untersuchte Oberfläche fokussiert wird. Die hohe Energiedichte des Lasers erzeugt stark angeregte Atome in Form eines lokalen Plasmas, das beim Abkühlen, wenn die Atome also wieder in ihren Grundzustand wechseln, elementspezifische Lichtstrahlung abgibt. Ein Lichtleiter nimmt diese Strahlung auf und leitet sie in ein Spektrometer. Dies analysiert die Wellenlänge des Lichts im Bereich von 200 bis 780 Nanometern, registriert deren Intensität und erkennt dadurch die elementare Zusammensetzung der Oberfläche. Der große Vorteil des Verfahrens: Der Laser des LIPS-Systems wird speziell an die Beschaffenheit des Materials angepasst, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Dies gelingt durch unsere Arbeit mit einem 266-Nanometer-Laser, der die Interventionen mit der Oberfläche auf 5% der herkömmlichen Beeinträchtigungen eines Lasers mit 1064 Nanometern verringert. Das LIPS ist also eine nahezu zerstörungsfreie Detektionsmethode. Und das Beste? Das System kann in vielen industriellen Bereichen verwendet werden. Jeder Fertigungsprozess, bei dem Oberflächen- und Materialbeschaffenheit eine große Relevanz hat, profitiert vom LIPS. Beispielsweise in der Luftfahrt und der Automobilindustrie. Gerade bei klebtechnischen Fertigungen ist die Erkennung von Oberflächenkontaminationen für die Sicherstellung von Adhäsionskräften entscheidend. Als Forschungseinrichtung blicken wir mit Stolz auf das Ergebnis eines öffentlich geförderten Projektes mit unserem Partner LTB. Die Entwicklung eines kompakten LIPS-Messkopfes, konzipiert für die Montage an vorhandenen Robotersystemen. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Messung von Elementkonzentrationen von Flüssigkeiten. Zum Beispiel bei der Prozessüberwachung von nasschemischen Vorbehandlungsbädern oder geschlossenen Rohrleitungen. In unserer Forschungseinrichtung stehen alle Messsysteme für Untersuchungen zur Verfügung und gerne unterstützen wir mit unserem Know-how vor Ort bei der Inline-Integration in Ihre Produktionsabläufe.